Was ich damit vorhabe, ist tatsächlich... Aber noch will ich die... Er kann nichts außer nicken. Hey, er ist ein adäquater Ersatz für Wenzel. Nächster, bitte! 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 Eines der wenigen Fernsprechgeräte in diesem Kaff. Warum bezahlen wir überhaupt einen eigenen Tisch? Ich weiß schon, warum. Nächster, bitte! Nächster, bitte! Nächster, bitte! Nächster, bitte! Hallo, Lotti! Nächster, bitte! Nächster, bitte! Jedes Amt... Vielleicht sollte das mal jemand dem Bürgermeister sagen. Nächster, bitte! Hallo, Lotti! Nächster, bitte! Nächster, bitte! Hey, Lotti, ich... Nächster, bitte! Ja, schon gut, aber... Nächster, bitte! Ich wollte doch nur kurz... Nächster, bitte! Oh Mann, Nächster, der Bürgermeister bitte! Hält sich aber ganz schön auf Trab. Nächster, bitte! Nächster, bitte! Hey, Lotti, Nächster, ich... Nächster, bitte! Ja, schon gut. Nächster! Ich wollte... Nächster, oh Mann, Nächster, hey. Bitte! Nächster, bitte! Hey! Nächster, ja, ich... Oh, hey. Nächster, bitte! Nächster, bitte! Ich habe lange genug... Jetzt heißt... Nächster, bitte! Wofür ich... Nächster, bitte! Bin ich jetzt Nächster, endlich dran? Bitte. Ja, doch! Ich habe dich doch auch schon aufgerufen! Oder etwa nicht? Nächster, bitte! Nächster, bitte! Nächster, bitte! Nächster, bitte! Hey, Guru! Hallo! Ach, du schon wieder. Fass dich kurz. Ich habe zu tun. Nächster, bitte! Darf ich jetzt vielleicht den Kopfhörer haben? Was? Nein! Die brauche ich für meine Arbeit. Also, nerv nicht. Nächster, bitte! Wirst du nicht mal müde? Naja, heute ist schon mehr los als sonst. Aber solange es nur die eine Leitung ist, auf der endlos Gespräche geführt werden, kann ich es noch handeln. Ich gehe dann. Mach das! Du solltest eigentlich ohnehin nicht. Sehe ich genauso. Hey, huhu, hallo. Ach du schon, fass dich. Nächster, bitte. Von wo aus kann ich denn dann funken? Geht es um ein Ortsgespräch? Nein, extern. Viel Glück. Außer diesem Apparat gibt es nur noch das Backup-System im Tresorraum der Poststelle. Na gut, dann nehme ich halt das Backup-System. Du willst in den Tresorraum einbrechen? Ich glaube, langsam ist es klar, was man über dich sagt. Du leidest wirklich an Selbstüberschätzung. Wieso leiden? Wer leidet denn? Na gut, alle anderen leiden unter deiner Selbstüberschätzung. So und nicht anders. Nächster, bitte! Nächster, bitte! Kann ich jetzt funken? Nicht von diesem Apparat aus. Nächster, bitte! Ich geh dann mal. Mach das! Du solltest... Sehe ich genau. Nächster! Nächster, bitte! 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 Diese Technik ist voll für die Katz. Nächster, bitte!
Katze auf der Tastatur. Ich wette, Ihre Nachrichten sind gehaltvoller als alles, was Lotek jemals getippt hat. Der Telefonist wird mir dankbar sein. Nächster, bitte! Nächster, bitte! Hey, hallo. Ach, du schon wieder. Lass dich kurz, ich habe zu tun. Wirst du nicht mal müde? Ich muss zugeben, so langsam habe ich die Nase voll. Wenn da unten noch einer auf die Idee kommt, auf Dauerfunk zu stellen, ist bei mir der Sack zu. Nächster, bitte! Darf ich jetzt vielleicht den Kopfhörer haben? Was? Nein, die brauche ich für meine Arbeit. Also, nerv nicht. Ich geh, mach du. Seh ich genau. Fehlt nur noch der Hörer. Nächster, bitte! Nächster, bitte! Inspektor Gizmo zu Ihren Diensten. Sie haben einen Notfall zu melden? Ja. Toni hat mein komplettes Schlagzeug weggeworfen. Und dabei hatte ich gerade erst den Paintball-Modus eingebaut. Rufus? Ja? Geh bitte aus der Leitung. Der Telefonist in der Zentrale ist schon gestresst genug. Aber es geht hier um meine Rechte als Ex-Freund. Ich hasse telefonieren. Kein Grund, Alarm zu schlagen. Ich habe alles unter Kontrolle. Ich will die Katze noch nicht aus dem Sack lassen. Ich will mit Wenn. Was hast du da? Reicht es dir etwa noch nicht? Musst du ihn. Eigentlich. Dann stirb. Inspektor Gist, Sie haben einen Not. Ja, ich bin's. Es geht immer noch um Toni. Die Notrufsäule ist nur zur Meldung von Verbrechen, Rufus. Geh bitte aus der Leitung. Der Telefonist in der Zentrale ist schon gestresst genug. Inspektor Gizmo zu Ihren Diensten. Sie haben einen Notfall zu melden? Ja, ich bin's. Die Notrufsäule ist nur zur Meldung. Geh bitte. Der Telefonist. Nächster! Nächster, bitte! Nächster, bitte! Wenn ich sie da hochscheuche, würden alle erwarten, dass ich sie auch wieder runterhole.
Das Kreuz eines Helden. Wenn ich sie da... Das Kreuz... Gold trinkt ihren Kaffee. Gold trinkt... Das muss nicht... Nein, sie würde ihn nur in Stücke reißen und ihn anschließend exakt frankiert nach Porta Fisco schicken. Ey, aufhören! Ey, auf! Au! Jetzt habe ich blödes... Ich quäle keine Tiere und im Gegenzug helfen sie mir dankbar bei meinen Experimenten. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Gizmo hat meine Philosophie zur Unterbege... Hallo, Dr. Gizmo. Ja, was gibt es? Ich will einen Notfall melden. Ich höre... Diebstahl. Das hätte meine Diebstahlsensorik längst... Sie haben eine... Wie du nur ein kleines... Sollte man seit... Ich habe... Ich empfehle Bettruhe. Also... Doch kein... Aus deinem... Ich... Kontaktiere Cletus. Dafür brauche ich nur mein gutes Aussehen und meine Gentleman-Manieren. Aber ich behalte das mal als Plan B im Hinterkopf. Ich quäle keine Tiere und... Süß. Wir hatten auch mal Katzen. Leider taugten sie nichts als Minengas-Frühwarnsystem. Sie sind immer weggelaufen, anstatt tot von der Stange zu kippen, wie es sich gehört. Könnte das eine der Zutaten sein? Wahrscheinlich nicht. Mist. Und ich war so sicher. Es steht alles in dem Rezept. Besorg die Sachen und komm wieder zurück. Klar, ich mach die ganze Arbeit und er darf trinken. Geht's noch? Oha! Achtung! Sprengung! Nächster! Nächster, bitte! 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 Ich will die Katze Nächster, noch nicht bitte. Aus dem Sack lassen. Nächster, bitte! Nächster, bitte! Nächster, bitte! Nächster, bitte! Ich will die Katze. Nächster, bitte! Nächster, bitte! Nächster, bitte! Nächster, bitte! Nächster, bitte!